Samuel fragt, was ist der Unterschied zwischen obergärig und untergärig? Ich bin Thomas und das ist eine Minute Bier. Das ist eine der Fragen, die am meisten gestellt wird, wenn es um das Thema Bier geht. Ich könnte es mir jetzt einfach machen und sagen, okay, obergäriges Bier, bei der Gärung steigt die Hefe nach oben, beim untergärigen setzt sie sich eben unten am Boden ab. Ganz so einfach ist es aber nicht. Beim obergärigen Bier bei der Gärung bildet die Hefe Sprossenverbände und durch die Gärungskohlensäure steigt eben die Hefe nach oben. Die Gärung findet hier auch bei ca. 18 bis 20 Grad statt. Beim untergärigen Bier habe ich diese Sprossenverbände nicht und aus diesem Grund setzt sich die Hefe unten am Boden ab und die Gärung findet bei ca. 8 bis 10 Grad statt. Ein wichtiger Unterschied ist aber auch die Tatsache, dass die obergärige Hefe wunderschöne Fruchtaromen ausbildet. Aromen von Banane oder auch von Nelke, was ich beim untergärigen Bier nicht habe. Obergärige Biere sind auch Weizenbiere, Kölsch oder Alt. Untergärig sind in der Regel sehr malzbetont, Pils, Märzen oder auch Export. Und euch gebe ich mal die Empfehlung mit auf dem Weg, wenn ihr mal abends mit euren Freunden zusammensitzt, macht mal eine Blindverkostung und versucht nur am Aroma herauszufinden, ob ihr gerade ein obergäriges Bier vor euch habt oder ein untergäriges. Dabei wünsche ich euch viel Spaß. Das war eine Minute Bier und ich bin Distelhäuser.